So, dann nehmen wir mal auf und eine Minute, dann geht's zur Envil-Woche auf Invictus. Mal gespannt. Mein einer Panzer läuft auch bald ab. Was, Panzer läuft ab? Ja, ich habe mir doch einen gemietet und einen gekauft. Also. So, mal gucken, ob die Aufzüge hier jetzt funktionieren. Ja, 130, also ich weiß nicht. Ich bin da mit den, ich sag mal so, ich bin mit den mit den 75 Euro für den MT bin ich schon, was kann man nicht nutzen, das ist so ein bisschen. Immer wenn du vor der Invictus-Woche wartest und dann, wenn du das neue, der neue Anbieter kommt, da hörst du immer so ganz viel Fußstampfen oder Fußgetrabbel. Dass wieder eine ganze Herde rumlatschen. Also hier ist jetzt nur zwei Leute noch mit mir rein. Jo. Ich habe mir das heute nicht gegeben. Gestern Anvil schon wieder Hall ist so. anwählbar. Ab geht er. Gestern Ja, schon nicht wieder so lange da. gebauert, bis Ja. ich von. Mir fehlen die Schiffe. Ja, hier ist eine neue Halle, alles schön neu aufgebaut, aber an den einzelnen Podesten sind keine Schiffe. Also hier sollte zum Beispiel die C8X stehen. Geht nix, C8X. Ah, jetzt kommen sie langsam. Bei mir sind sie schon da. Perfekt. Jetzt sind sie da, ja. Eine Arrow, eine Piscis und eine Carrack, die mich anlachen. Sehr schön. Eigentlich Arrow, Piscis und inspektierend. Carrack. Open door, lass mal hier gucken. Eigentlich ist die Arrow schon echt schick. Schon ein süßer Fighter. Nein, ich will nichts mieten. Ich will hier den Deckel aufmachen. Stand hier auch gerade davor. Das nervt immer. Piscis lässt sich immer noch nicht von Bodenstationen spawnen. Das Scheiße. ist die Arrow. Jetzt läufst du zu Piscis? Bist du auf meinem Server? Nee. Also wenn, dann bist du mir gejoint. Ich war ja vorher darauf. Dann machen wir Lucky Lucky in die Carrack, die Das ist ja die eh nicht so Carrack. funzt, wie sie Lucky funzen Lucky soll. in die Carrack. Ich gehe jetzt auch in die Carrack rein. Ja, nicht mieten, öffne die Oder auch nicht. Luke. Der hatte hier so einen komischen kleinen Schalter, jetzt geht's. Da ist die Exzess dran. Open. Ah, da. Ich wusste nicht, ob man das raffinierte oder das unraffinierte Agritium bei den einzelnen Posten hier unten bekommt. Aber hier kriegst du ja schon das raffinierte. Das Blöde. Ich habe gedacht, das unraffinierte könnte man für günstig Geld abgreifen und dann selber zum Raffinieren fliegen. Aber Pustekuchen. Muss ja ein eigenes holen.
Da, wo man richtig Gewinn machen könnte, da ist nichts. Geht nicht. Aber Moment mal, wie kriegst du denn den ganzen Quatsch in den Cargo-Raum, wenn hier keine extra Luke ist? Tja, das sind solche Container, glaube ich. Die du abdocken Ja, aber kannst. jetzt mal in der Theorie, wie kriegst du es tatsächlich hier rein? Also, wenn du irgendwann du dockst selber die die Dinger ab und belädst sie. laden musst. Welches Schiff? Carrick. Carrick. Die Carrick. Wird reingebeamt. Ja, scheint wohl so. Also, wenn du irgendwann selber belädst mit deinem Karren, dann hast du hier aber echt ein Problem, glaube ich. So, du dockst die Dinger ab und belädst und dann dockst du wieder dran. Hier sind sogar zwei Cargo-Räume. Okay. Ich hatte vor, am Tag noch ein bisschen zu spielen und nicht die ganze Zeit zu beladen. Du hast das falsche Spiel ausgesucht. Kommst du demnächst hier rein, ja? An dem einen Tag belegst du und am nächsten Tag, ja, weil dir die Zeit fehlt, kommst du wieder und fährst den ganzen Scheiß weg. Das Spiel ist eigentlich nur eine Simulation, um Schiffe zu beladen. Genau. Ach ja, mal dieses komische Ding, was der Lacarus, glaube ich, hat. Wie heißt das nochmal? Ist das Rettungskapsel? Anvil Hawk. Oh, ne, den hat er nicht. Ja. Sind wohl Rettungskapseln hier, ne? Sechs Stück. Kann sich aber auch schnell dran verlaufen, ne? Oh, geht. So, Target. Die überlege ich mir auch noch zu holen. Die ist echt niedlich. Weißt du? Die Therapien. Die finde ich cool. Habitat-Dick. Machen wir erstmal hier Power on, damit hier auch ein bisschen Licht drin ist hier. Lucida oder. Na komm. Lass mich hier rein. Ach, ich flieg mal. Ah, Krankenstation, okay. Eigenem Labor, Gewächshäuschen, schön. Ach ja, komm. Machen wir mal rundum Flug. Ja, da war einer die Scheibe nicht geputzt. Der ist bei vielen so. Und das auf einer Messe, ey. Halle 4 bis 5 ist geschlossen, okay. Das merke ich bei meiner Retaliator auch immer. Die Scheibe ist so ätzend dreckig, vor allem wenn du gegen die Sonne fliegst. Da siehst du nichts mehr. Das war jetzt die Glastüre zum Sanitärbereich, Sanitäterbereich. Mhm. Die war dreckig. Ja, aber ein paar sind auch so matt gemacht, damit du da nicht reingucken kannst in den Sanitätsbereich. Ja, das ist was anderes, aber das war wirklich Schmiere auf den klaren Flächen. Schön, also das hier sieht echt aus wie, wenn hier Leben ist, mit den Notizbüchern auf dem Tisch. Immer stehe ich hier vor diesem Admiralsanzug oder was das ist. Warum kann ich den nicht kaufen, ey? Ich will auch so einen Militäranzug.
so viel Geld investieren. Billardtisch? Ne, wie geil ist das denn? Ein Billardtisch. So, hier haben wir die Hornet, die Super Hornet. Valkyrie ist auch da. Bisschen nach Valla und guck mal, was da das Agritium. Ach ja, richtig schön hier die Duschen. Kaputte Spiegel. Seitentürkanonen an der Valkyrie, oder? Nee, doch. Kann man benutzen. Zumindest reingehen. Thompson and Sons. Wenn die freundlicher sind als die von Tammany and Sons, dann ist alles gut. Ja, es gibt mal wieder einen Leiterbug in der Valkyrie. Das. Go, go. Mann, Mann. Hurricane, oh. Die F8 steht da als nicht rotes Modell. Ob das eine fertige F8 ist, ob man da rein kann. Ach, in Lowell steht ja wieder. Ja, Tatsache. Hier steht jetzt eine fertige F8. In die kannst du rein. Geil. F8. Ja, das Ding, was immer auf diesem Rondell stand, diese rote, wo sich gedreht hat. Ach, ja. Die gibt's hier als graue Version, wo du reinsteigen kannst. Sehr nice. Und ist das denn? Das Ding hat zwei Brücken. Ja. Enter Command Station. Oben an diesem Stehpult kannst du sogar das Schiff fliegen. Cool. Very nice. Eben nicht. Schon schick. Oh, hier kommt Funken raus. Gut, dann checken wir nochmal den Untergrund. Ach, kannst hier auch noch ein Schiff drinne parken? Ja, ich habe hier wieder einen schönen Soundbug. Moment, Telefon. Aber ich ziehe es jetzt trotzdem durch, egal ob Soundbug oder nicht. Ich hoffe, nur ich höre es. Ich glaube, die Aufnahme beim letzten Mal hatte auch keinen Soundfehler. Nicht, dass mein Headset kaputt geht. Das wäre natürlich kacke. Moin. Hi. Moin. Ich muss gerade... Warst du schon in der besteigbaren F8? Was? Besteigbar? Ja. Wo? Was? Wie? Naja, auf Invictus, da haben sie jetzt eine graue hingestellt. Die kannst du beklettern. Also drinnen in der Halle. Ja. Moin. Ja, moin. Na, mal gucken, bin gleich sowieso da.
gibt auch gar keine Holos. Diesmal. Ach, da unten oder was? Ja. Oh. Nur fertige Sachen. Stimmt, heute ist ja schon wieder Anvil dran. Stimmt. Mhm. Ah, ja, ganz vergessen. Hab mich schon gewundert, warum die Server so am Abkacken waren, aber ja. Jetzt weiß man warum. Ah, ich musste, ich konnte das Spiel, ja, ich hab 15, 16 war das auch schon alles. Nach 15 Minuten wieder alles gesehen von der Invictus. Danke fürs Zuschauen und bis bald.